Das erste Mal traf ich Dean kurz nachdem mein Vater gestorben war. Ich war ein junger Schriftsteller, der versuchte durchzustarten. Dean tobte in der Gesellschaft herum. Er hatte gerade eine 16-jährige Mieze geheiratet. Sie hieß Mary Lou. Wo also wohin ist immer diese absolut wunderbaren Leute? Ich habe noch nie jemanden in der Richtung getroffen. Mach nichts, was ich nicht auch machen würde. Mit Dean Moriarty begann der Teil meines Lebens, den man mein Leben unterwegs nennen könnte. Hast dich doch auf die Straße gemacht. Dean kennt kein Verantwortungsgefühl gegenüber anderen. Mit Dean kann man viel Spaß haben, weil er selbst ist. Das sind bloß Illusionen. Tricks. Ich will dich nie mehr wiedersehen. Ich weiß nicht, was mit mir ist. Ich tue all diese dummen Sachen und denke in verdrehten Bahnen. Und ich verbrenne dabei. Und ich schlurfte hinter ihnen her, wie ich das mein ganzes Leben lang bei Menschen gemacht habe, die mich interessieren. Denn die einzigen Menschen, die mich interessieren, sind die Verrückten. Die verrückt leben, die verrückt reden, die alles auf einmal wollen. Die nie gähnen oder Phrasen dreschen, sondern die brennen. 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 Wie römische Lichter in der Nacht.